Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 3 der Reihe über Geschichte und Fiktion, historische Personen in Romanen. Und heute soll es um einen Roman von Thornton Wilder, Die Iden des März, gehen. Warum habe ich dieses Buch gewählt? Ich habe das Buch gelesen, als ich eine junge Studentin war, also vor 50 Jahren. Und es hat damals einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich fand es wirklich merkwürdig, in dem Sinne, dass ich es mir gemerkt habe. Es ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und jetzt, als ich es wieder gelesen habe, habe ich gedacht, es ist auch in gewisser Hinsicht merkwürdig, im Sinne von sonderbar, auf den ersten Blick. Ich habe eine Weile gebraucht, um mir einen Reim drauf zu machen, warum Thornton Wilder dieses Buch geschrieben hat, und ich gebe Ihnen im Verlauf dieser Sitzung meine Antwort darauf. Zunächst etwas zum Autor. Thornton Wilder, geboren am 17. April 1897 in Wisconsin, Madison, gestorben am 7. Dezember 1975 in Hamden, Connecticut. Ein US-Amerikaner, der 3 Pulitzer-Preise gewonnen hat und nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon davor, wirklich berühmt war, und vielfach wurden seine Theaterstücke aufgeführt oder auch seine Bücher verfilmt. Berühmt sein Roman Die Brücke von St. Louis Ray, Theaterstücke Unsere kleine Stadt und Wir sind noch einmal davon gekommen. Er erhielt den National Book Award für den Roman Der achte Schöpfungstag. Thornton Wilder war der Sohn eines Zeitungsverlegers und dessen Frau, einer Pastorentochter. Aufgewachsen in einem streng gläubigen kalvinistischen Heim, verbrachte er die ersten Jahre auch seines Lebens in Hongkong und später Shanghai, wohin sein Vater als amerikanischer Generalkonsul 1906 berufen wurde. Also ein großer Teil seiner Kindheit in China, wo er eine englische und dann auch eine deutsche Missionsschule besuchte. Er beginnt Theaterstücke zu schreiben. Als er dann nach Kalifornien kommt und eine renommierte Schule, wohin er nicht so recht passte, weil seine Mitschüler ihn auch ein bisschen gehänselt haben als überintellektuell. Einer seiner Klassenkameraden hat später über ihn gesagt, wir ließen ihn alleine, ganz einfach alleine. Und er zog sich dann in die Bibliothek, seinen Zufluchtsort, zurück und lernte, sich von Demütigung und Indifferenz fernzuhalten. Er beendete seine Schulzeit in der Berkeley High School in Kalifornien, studierte dann neuere Sprachen in Ohio und ging 1918 an die Yale University. Während des Ersten Weltkrieges, wie übrigens auch während des Zweiten, meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst. Und im Ersten hat er als bei einer Artillerieeinheit der amerikanischen Küstenwache mehrere Monate gedient. Er erwarb den Bachelor of Arts, veröffentlicht sein erstes Drama, besucht die American Academy in Rome, wird dann Französischlehrer an einer Schule in Lawrenceville in New Jersey und erhält 1925 an der Princeton University den akademischen Grad eines Master of Arts in Französisch. Ein Jahr später wird sein erster Roman The Kabbalah veröffentlicht und dann kommt 1927 sein Roman heraus The Bridge of St. Louis Ray, die 1928 den ersten Pulitzer-Preis
ihm einbrachte und mehrfach verfilmt wurde. Er wurde 1928 dann auch in die American Academy of Arts and Letters gewählt. Ein The Bridge of San Luis Rey erzählt auch schon etwas, was wir dann in den Iden des März wiederfinden werden, nämlich etwas, was mehreren Personen zustößt und ihre unterschiedliche Sicht auf ein Ereignis zeigt. Ein Werk wird sogar von Paul Hindemith vertont. Er lehrt dann vergleichend Literaturwissenschaften an der University of Chicago. Er erhält seinen zweiten Pulitzerpreis 1938 für Our Town. Auch hier die Geschichte einer kleinen Stadt mit mehreren Protagonisten und einem nun auch Erzähler, der sozusagen von außen nun die Schau über das Geschehen übernimmt und das Geschehen, was sich abspielt, in ihrer existenziellen Bedeutung herausarbeiten kann. Dritter Pulitzerpreis für sein Stück The Skin of Our Teeth oder Wir sind noch einmal davongekommen, wird dann schon 1943 verfilmt. Und in all diesen Werken wird eigentlich die existenzielle Erfahrung des Menschen auch im 20. Jahrhundert unter den schrecklichen Geschehnissen beleuchtet. Krieg, Seuchen, ökonomische Depression, existenzielle Erfahrungen, die Tod, die bei aller Schrecklichkeit doch immer mit einem Optimismus geschildert werden. Und das macht sie wahrscheinlich dann auch so beliebt. Wie gesagt, dann meldet er sich während des Zweiten Weltkriegs wieder zum Freiwilligen Kriegsdienst. Arbeitet zwischen 42 und 45 beim amerikanischen Luftwaffenstab in Afrika und Italien, wird befördert zum Lieutenant Colonel, übersetzt Stücke aus dem Französischen, unter anderem von Jean-Paul Sartre, also eben auch die Existenzialisten haben ihn interessiert, wird 1951 Professor an der Harvard University und leitet 1952 die amerikanische Delegation der UNESCO-Konferenz in Venedig. War nie verheiratet und hat seine Homosexualität sehr versteckt ausgelebt. Also da blieb er sehr im Verborgenen, was auch verständlich ist. Und erklärbar ist durch die damaligen Zeitumstände. 1957 erhält er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 1959 das österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. 1959 auch die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Und er stirbt dann 1975 in Hamden, Connecticut am 7. Dezember. Die Iden des März. Worum geht's? Ein Roman aus dem Jahr 1948, also 3 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, und behandelt die Ereignisse, die zum Mord von Julius Caesar geführt haben. Der Roman beginnt im August 45 vor Christus und endet mit dem Attentat auf Caesar am 15. März 44, also an den Iden des März. Geschrieben ist er als ein Mosaik-Roman aus 70 erfundenen historischen Quellen. Die meisten sind Briefe, öffentliche Briefe, private Briefe, anonyme Briefe, geheime Briefe, Berichte von Spitzeln. Wir haben auch Inschriften aus öffentlichen Bedürfnisanstalten und Auszügen aus der römischen Literatur.
Allein die Gedichte des Catull und der Epilog des Sueton, ganz am Schluss eben des Werkes, sind die einzigen Textteile, die nicht erfunden sind, sondern historisch bezeugt. Dennoch beruht sehr viel von dem, was er berichtet, auf historischen Fakten, unter anderem eben auch der Besuch Kleopatras in Rom. Es schildert sozusagen die Ereignisse der letzten Tage der Römischen Republik vor dem Mord an Caesar und dann dem Bürgerkrieg, der folgt mit dem Aufstieg von Augustus, dem Kaiser. Und Thornton Wilder verlegt einige Ereignisse, die lange davor stattgefunden haben, in diese Zeit. Unter anderem auch eine unerlaubte Mysteriengeschichte, also Publius Clodius Pulcher, der eine wichtige Rolle in dem Roman spielt, dringt ihm die Mysterien der Bona Dea ein, also einer rein exklusiven Frauenveranstaltung, und schändet diese Mysterien sozusagen. Und dann zum Beispiel die Scheidung von Caesars von seiner zweiten Frau hat fast 20 Jahre vorher stattgefunden. Mehrere im Roman auftauchende Personen waren 45, 44 schon verstorben. Cato der Jüngere, Julia Marcia, Publius Clodius Pulcher und höchstwahrscheinlich Catull. Der Roman ist in vier Bücher aufgeteilt und hat nun eine sonderbare Konzeption, nämlich jedes der folgenden Bücher beginnt früher als das vorangegangene und endet später, sodass die Informationen, die wir in einem Buch erhalten, durch die späteren Ausführungen ergänzt und auch ja, verständlicher werden. Das erste Buch beginnt im 1. September 1945 und geht bis zum 30. September 1945 und schildert vor allem ein Gastmahl einer Dame, die sehr umstritten ist und ein skandalöses Leben geführt hat und Erwartungen und Intrigen der Gesellschaft, die sich um dieses Gastmahl herumranken. Dann kommt das zweite Buch, 17.08.45 bis 27.10.45. Kleopatra kommt in Rom an, sie wird einquartiert in der kaiserlichen Villa und ein wenig wird die komplizierte Liebe zwischen ihr und Caesar geschildert. Das dritte Buch schildert die Entweihung des vestalischen Fruchtbarkeitskultes der Bona Dea durch Clodius und beginnt am 9.08.45 und geht bis 13.12.45. Und das vierte Buch, beginnt am 8.08.45 und geht eben bis zu den Iden des März, Mitte März 44. Und hier geht es vor allem um die Verschwörungen gegen Caesar, um die Intrigen, um Philosophie der Macht, um Vorahnungen des Todes und das Problem der Vergänglichkeit. Wir haben also mehrfach werden eigentlich die gleichen Ereignisse durchlaufen. Sie werden von verschiedenen Personen geschildert. Man bekommt einen polyperspektivischen Eindruck der Zeit damals. Man sieht, wie die Personen miteinander verwickelt sind, in welchem Beziehungsgeflecht sie miteinander stehen. Und eben besonders, dass sich das, was die Personen meinen, schildern, oft widerspricht. Sie decken sich nicht. Das Ergebnis ist eben keine Wahrheitsfindung, wie etwas gewesen ist, sondern nur eine Vielfalt von Meinungen
über bestimmte historische Ereignisse. Und das macht es, hat es eben damals auch als junge Studentin der Geschichte für mich so interessant gemacht. Was tut ein Historiker eigentlich anderes, als sich aufgrund von Überbleibseln aus der Vergangenheit eine Meinung zu bilden, wie etwas gewesen sein könnte, aber die Wahrheit ist nicht eruierbar. Es werden existenzielle Fragen angeschnitten und auch das hat mich natürlich interessiert. Als Historikerin habe ich mich eben mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, weil sie mir die Möglichkeit gab oder ich dachte es, mir Antworten auf gewisse existenzielle Fragen zu geben. Angesprochen wird auch so etwas wie religiöser Glaube und Aberglaube, wie politische Verantwortung, was ist Wahrheit, was ist ein göttlicher Plan. Natürlich, das ist etwas, was den Calvinisten, in was den im Calvinismus erzogenen jungen Mann Thornton Wilder besonders interessiert. Was heißt Freiheit, was heißt politische Freiheit und wie steht es um die Rolle der Poesie in einer Gesellschaft? Und als ich nun das Werk jetzt wieder gelesen habe, habe ich mir gedacht, was hat ihn eigentlich 1948 so sehr interessiert an den Ereignissen um die Ermordung von Julius Caesar? 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Schrecken des Holocaust, nach der furchtbaren Verbrechen, die die Deutschen an den Juden und an anderen Personengruppen verübt haben, an einer Zeit, in der es einen unmenschlichen Diktator gegeben hat, wird nun ein Diktator geschildert, Caesar, der aber nicht so schlecht wegkommt. Caesar ist keine Verkörperung von Hitler oder Stalin, sondern ein Mann, der nicht unsympathisch wirkt in dem, was er schildert. Und ich habe mich gefragt, wie kann man 3 Jahre nach 45 so ein Buch schreiben? Was interessiert? Was hat Thornton Wilder daran so interessiert? Und dann liest man das Vorwort und im Vorwort schreibt Thornton Wilder: Die Aufmerksamkeit des Lesers sei auf die Form gelenkt, in welcher der Stoff dargeboten ist. Das Folgende ist eine durch die Ungleichheit dieser Überlieferungen angeregte mutmaßliche Darstellung. Was ihn offensichtlich interessiert hat, war die Polyperspektivität. Die unterschiedliche Sicht auf die Wirklichkeit, der Verlust einer veritablen Rekonstruktion der Wirklichkeit. Und das ist nun wirklich eben ein modernes Thema, das moderne Thema des 20. Jahrhunderts, der Verlust einer absoluten Wahrheit ist offenbar geworden. Und dann denke ich noch etwas. Das ist der Reim, den ich mir auf dieses Buch gemacht habe. Wenn man polyperspektivisch politische Ereignisse beleuchtet, Ereignisse, die um einen Mord kreisen, um Intrigen, um den Übergang von einer Republik zu einer Diktatur, so ist die polyperspektivische Sicht auf diese Ereignisse ja eigentlich vielleicht nichts anderes als eine demokratische Sicht. Mehrere Stimmen kommen zu Wort, gleichberechtigt. Keine Stimme wird besonders bewertet als die wahre herausgestellt und man muss sich als Teilnehmer, als Bürger so einer demokratischen Gesellschaft selbst Gedanken machen, wie man zu den Ereignissen steht. Und das ist, denke ich, nach 45 auch mit ein sehr gutes Bekenntnis zu den Hoffnungen der damaligen Welt, zur Entstehung von demokratischen Gesellschaften und dem Glauben, dass Menschen
durch die Lektüre, durch das Zuhören von mehreren unterschiedlichen Stimmen zu vernünftigen Interpretationen kommen, zu Freiheit, von ihrer Freiheit, von ihrer persönlichen Intelligenz auch geprägten Entscheidungen und Ideologien, aufoktroyierte Vorstellungen von Wirklichkeit immer mehr an Macht verlieren. Es hat sich, denke ich, leider nicht bewahrheitet, aber das macht dieses Buch für mich eben doch auch zu einem merkwürdigen Buch. Ich lese Ihnen drei kleine Stellen daraus vor. Einmal einen Brief von Julius Caesar. Beziehungsweise Weisungen Caesars an seinen Sekretär für Kultusangelegenheiten. Vertraulich. Erstens, verständige den Vorsteher des Kollegiums, dass es unnötig ist, mir täglich 15 dieser Berichte zu senden. Ein einziger summarischer Bericht über die Beobachtungen des Vortags genügt. Zweitens, wähle aus den Berichten der letzten 4 Tage 3 bezeichnend günstige und 3 ungünstige Auspizien. Ich werde sie vielleicht heute im Senat brauchen. Drittens, verfasse und versende eine Kundmachung folgenden Inhalts. Mit der Einführung des neuen Kalenders wird die Gedenkfeier der Stadtgründung am 17. Tag eines jeden Monats nunmehr zu einem Staatsakt von höchster Bedeutung erhoben. Der Pontifex Maximus wird, wenn er in der Stadt weilt, jedes Mal anwesend sein. Das ganze Ritual ist mit folgenden Zusätzen und Abänderungen einzuhalten. 200 Soldaten haben zur Stelle zu sein und die Anrufung des Mars zu sprechen, wie auf Militärstationen üblich. Die Anbetung der Rhea wird durch die Vestalinnen erfolgen. Die Vorsteherin des Kollegiums ist persönlich verantwortlich für tadellose Durchführung, für vollzählige Anwesenheit und würdiges Benehmen der Teilnehmerinnen. Die Übelstände, die sich in das Ritual eingeschlichen haben, sind sogleich abzustellen. Diese Zelebrantinnen werden bis zur Schlussprozession unsichtbar bleiben und von der mixolydischen Tonart ist kein Gebrauch zu machen. Das Testament des Romulus ist gegen die der Aristokratie vorbehaltenen Sitze gerichtet zu verlesen. Die Priester, welche in den Responsorien mit dem Pontifex Maximus abwechseln, müssen ihre Texte fehlerlos innehaben. Priester, die sich dabei auch nur die geringsten Nachlässigkeit zu Schulde kommen lassen, erhalten 30 Tage Ausbildung und sind zum Dienst in den dortigen Tempel nach Afrika und Britannien zu senden. Das steht am Anfang des Romans. Und wie Sie sehen, muss man als Leser dieses Romans auch über große Kenntnisse der römischen Antike verfügen. Man muss nachschlagen, man muss recherchieren. Es ist eben aus der sozusagen aus der Sicht einer Person der damaligen Zeit geschildert und für Zeit, unsere Zeitgenossen erstmal nicht einfach zu verstehen. Als nächstes kommt eine Frau zur Sprache. Am 8. September, Clodia schreibt an Caesars Frau in Rom. Und Clodia ist nun eben diese Person, die ein ziemlich skandalöses Leben führt und große Probleme hat, in der Gesellschaft Roms wieder Achtung zu finden. Und diese Clodia steckt sich sozusagen hinter Caesars Frau und versucht von daher wieder einen Fuß zu fassen in Rom. Sie schreibt aus Capua. Liebste, dein Gemahl ist ein sehr großer Mann, aber er ist auch ein sehr grober Mann. Er hat mir eine ganz kurze Mitteilung gesandt, dass er nicht zu meinem Gastmahl kommen kann. Ich weiß, dass du ihn dazu überreden kannst, doch zu kommen. Lass dich nicht entmutigen, wenn er es die ersten 3 oder 4 Male abschlägt. Asinius Pollio wird kommen und auch dieser auf einmal berühmt gewordene Dichter Gaius Valerius Catullus. Erinnere den Diktator daran, dass ich ihm jedes Versfetzchen sandte, das ich von dem jungen Mann hatte,
und er mir weder die Originale zurückgeschickt noch Abschriften gesandt hat. Du fragst mich, Liebste, was ich von dem Isis- und Osiris-Kult halte. Das werde ich dir alles sagen, sobald wir uns sehen. Es ist natürlich sehr schön für Augen, aber in Wirklichkeit ist's alles Unsinn. Etwas für Dienstmädchen und Lastträger. Es tut mir schon leid, dass ich begann, Leute von unserer Art dahin mitzunehmen. Bai ist ein so langweiliger Ort, dass zu den ägyptischen Kulten zu gehen eben eins von den Dingen war, die man tat, um sich die Zeit zu vertreiben. An deiner Stelle würde ich deinen Mann nicht drängen, dich an ihnen teilnehmen zu lassen. Es wird ihn nur ärgern und beide würdet ihr euch dann unglücklich fühlen. Ich habe ein Geschenk für dich. In Sorrentum entdeckte ich den wundervollsten Weber, den man sich denken kann. Er macht einen so leichten Muslin, dass man viele Ellen davon zur Zimmerdecke hinaufblasen und dann alt werden kann, bis sie wieder hinunterschweben. Und er ist nicht aus Fischkiemen gemacht, wie das glitzernde Zeug, das die Tänzerinnen tragen. Du und ich, wir werden ihn beide bei meiner Abendgesellschaft tragen. Wir wollen uns wie Zwillinge kleiden. Ich habe einen Turf gemacht und Mopsa kann im Augenblick, wo ich in die Stadt zurückkomme, mit der Arbeit beginnen. Antworte mir bitte eine Zeile durch diesen Boten und tu dein Möglichstes, diesen ungnädigen Mann zu meinem Gastmahl zu schleppen. Einen Kuss genau auf die Winkel jeder deiner schönen Augen, mein Zwilling, auch wenn du um so viel jünger bist als ich. Hier versucht eine Frau, die durch ihre Skandale den Unwillen Cäsars hervorgerufen hat, über seine Frau wieder den Zugang zur Gesellschaft, zur guten Gesellschaft in Rom zu finden und wieder so schön diese Details aus dem Alltag des antiken Roms, wo man anfängt dann auch nachzuforschen, wie steht's wirklich mit der Kleidung, wie war das mit Claudia und dem Isis- und Osiris-Kult. Und man hat wirklich den Eindruck, teilzunehmen an den Ereignissen dieser Jahre 45 und 44. Dann noch einen kurzen Abschnitt, der uns Kleopatra vor Augen führt. Kleopatra schreibt an Cäsar am 1. Oktober 45. Vom Bord des königlichen Schiffes bei der Ankunft in Ostia. Der Diktator hat der Königin von Ägypten einen Brief über die Schwierigkeiten, ein Monarch zu sein, geschrieben. Es gibt noch andere. Eine Königin, großer Cäsar, kann Mutter sein. Ihre königliche Stellung unterwirft sie mehr, nicht weniger, den liebevollen Ängsten, die alle Mutter fühlen, besonders wenn ihre Kinder von zarter Gesundheit und liebebedürftiger Veranlagung sind. Du erzähltest mir, dass du zu deiner Zeit ein liebevoller Vater warst. Ich glaubte dir. Du verteidigtest dich mir gegenüber gegen den Vorwurf vieler, dass du dich von Staatsgründen zwingen ließest, fühllos mit deiner Tochter zu verfahren. Klammer auf. Offenbar auf Geheiß ihres Vaters machte Julia ihre Verlobung mit einem anderen Mann rückgängig, um Pompeius zu heiraten. Sie starb, bevor der Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompeius ausbrach, doch war ihre Ehe durchaus glücklich. Klammer zu. Fühllos bist du mit mir verfahren und nicht nur mit mir, sondern auch mit einem Kind, das kein gewöhnliches Kind ist, denn es ist der Sohn des größten Mannes der Welt. Es ist nach Ägypten zurückgekehrt. Du hast mir die Einsamkeit eines Herrschers beschrieben. Ein Herrscher hat Grund zu dem Gefühl, dass die meisten Annäherungen an ihn von Selbstsucht gefärbt sind. Ist das nicht die große Gefahr für Herrscher, ihre Einsamkeit noch zu verschärfen, indem sie anderen einzig diesen Beweggrund vorschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass ein Herrscher versteint durch eine solche Ansicht von seinen Mitmenschen und alle versteinert, die sich ihm nähern. Nun, ich mich Rom nähere, wünsche ich seinem Herrn zu sagen, dass ich die Königin
und Dienerin Ägyptens bin und das Geschick meines Landes nie aus meinen Gedanken abwesend ist. Dass ich mich aber als weniger denn königlich empfände, anerkennte ich nicht auch, dass ich Mutter und Weib bin. Um dir deine eigenen Worte zurückzugeben, gestatte jedoch der Strenge meines Tons in den soeben geschriebenen Worten nicht, dich über die Befriedigung zu täuschen, mit der ich meinen Aufenthalt in Rom entgegensehe. Ich schreibe die Unfreundlichkeit deines Verhaltens dem Umstand zu, dass du dir in der Tat eine Einsamkeit geschaffen hast, die sogar für einen Beherrscher der Welt übermäßig ist. Du sagst, es sei möglich, dass ich diese Bürde erleichtern könnte. Hier schreibt eine junge Frau an einen alten Mann, der ihr Geliebter war und ist und mit dem sie ein Kind hat. Und dieses Kind darf sie nicht nach Rom begleiten, weil das nicht in die politischen Vorstellungen von Caesar hineinpasst und die Gesellschaft in Rom durcheinander bringen würde. Ein merkwürdiges Buch, finde ich nach wie vor. Ich habe es auch ein zweites Mal gern gelesen. Auch nicht zuletzt deswegen, weil man wieder anfängt, nachzurecherchieren. Und doch auch eben in dieser Zeit, in den 40er und dann auch in den 50er, frühen 50er Jahren, Romane und Filme vorfindet, die wirklich versuchen, Blicke auf die Welt zu werfen, die unterschiedlich sind, auch widersprüchlich. Und das ist doch eine schöne Erinnerung an die Hoffnung auf eine demokratische Gestaltung dieser Welt.